Ring frei für Benedikta, Luke und Dantje. Der triste Himmel macht mich krank. Ein schweres graues Tuch, das die Sinne fast erstickt, die Gewohnheit zu Besuch. Lange nichts mehr aufgetankt, die Batterien sind leer, in ein Labyrinth verstrickt. Oh, ich seh den Weg nicht mehr. Ich will weg, ich will raus, ich will, wünsch mir was. Und ein kleiner Junge nimmt mich an die Hand. Er winkt mir zu und grinst. Komm hier weg, komm hier raus, komm, ich zeig dir was. Dass du verlernt hast vor lauter Verstand. Komm mit mir ins Abenteuer. Ja, ey, Leute, das war doch mal der Knaller, oder? Und ich muss echt sagen, ey, das war ja für euch nicht easy von Anfang an. Ihr habt den Song nicht gekannt, ihr habt den auch nicht wirklich gemocht. Jetzt mittlerweile mögt ihr das Lied und habt euch wirklich reingefuchst. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf euch, wie ihr das gemacht habt. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ich finde, das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Das ist ein deutscher Song. Man hört auf jedes Wort. Dafür habt ihr das echt ganz, ganz toll gemacht. Ich liebe, liebe, liebe einfach deine Stimmfarbe, Benedikta. Das ist so geil. Du hast so eine geile Farbe. Du bist unglaublich. Dankeschön. Aber ich muss sagen, in dem Battle heute hat mich Dantje am meisten überzeugt. Also es war wirklich toll. Ich finde es super schwierig. Also ich bin auch, ich bin so ein bisschen bei Lena, ich bin ein Benedikta-Fan seit der ersten Stunde. Diese Stimme ist einfach echt was ganz Besonderes. Wäre aber auch heute aufgrund dieser Performance irgendwie ein bisschen zwischen Dantje und Luke. Es wird auf jeden Fall nicht einfach. Vielleicht wollt ihr irgendwas zum Festhalten haben. Max? Ja. Es ist jetzt nämlich so langsam Zeit. Ich fange mit Benedikta an. Deine Blind Audition hat mich mit am meisten berührt. Ich habe geheult wie ein Schlosshund. Du hast da irgendwas bei mir getriggert, was ich nicht mehr so schnell vergessen werde. Du hast eine unfassbar schöne Stimme und die ist auch sehr, sehr besonders. Ich mag dieses Rauchige. Ich würde mir von dir wünschen, dass du noch ein bisschen fokussierter wärst manchmal, wenn es um die Musik geht. Du bist so, ich war als Kind auch so, da fliegt ein Vögelchen oder ist ein Licht, dann guckt man hier rum und dann vergisst man wieder irgendwie, wo man gerade war. Aber es war eine ganz, ganz tolle Performance. Danke dafür. Danke.
Luke, du hast den Laden mega gut zusammengehalten. Ich weiß, am Anfang gab es hier keine guten Vibes wegen diesem Lied und du hast gesagt, ey, nee, wir nehmen das jetzt so an. Du hast gute Stimmung verbreitet und dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Du hast das Lied total geil gerockt und hast da einfach sehr viel Emotion reingesteckt. Dante, du bist ja unser Surfer-Girl, ne? Du bist einfach super sweet, du bringst hier eine mega schöne Stimmung rein, hast das einfach total geil gemacht, obwohl ich weiß, wie aufgeregt du auch noch bist. Das finde ich echt sehr, sehr schön an dir. Dankeschön. Und jetzt steigt hier die Aufregung. Nochmal festhalten, denn jetzt geht's gleich los. Mach's wie ein Pflaster, kurz und Pflaster. Schmerzlos. Ja. Ey, es tut mir voll leid, dass ich das machen muss, aber es gehört irgendwie zu meinem Job als Coach dazu. Und es ist einfach nur eine Sache, die ich jetzt aus diesem Moment heraus entscheiden kann. Und ich habe die Performance bei einem Talent heute einfach ein bisschen mehr gespürt. Mich hat es emotional mehr ergriffen. Oh, Leute, das ist echt, es tut mir voll leid. Und ich freue mich, dass wir diese Zeit miteinander haben. Es tut mir nicht leid, weil es war einfach eine schöne Zeit. Lasst uns das gemeinsam mitnehmen. Es tut mir nicht leid und das war geil hier. Und heute hat mich Luke hat mich heute am meisten überzeugt. Luke, du bist in den Singer! Wirklich? Ja. Benedikta und Dante, bitte einen ganz, ganz großen Applaus bitte für die beiden nochmal. Benedikta!